sie ist die bekannteste Person in der AfD, die Talkshow-tauglichste Person. Und ausgerechnet diese Person steht jetzt am Rande im Bundestagswahlkampf. Das könnte der AfD natürlich auch durchaus schaden, weil Alice Weidel und Alexander Gauland, die jetzt zu Spitzenkandidaten gewählt wurden, nicht ansatzweise so bürgerlich professionell auftreten können, wie Petri das jetzt tut. Die Führungspersonen in der AfD sind sehr unterschiedlich positioniert. Also es gibt sehr wichtige Leute, die gar nicht unbedingt ein wichtiges Amt haben in der Partei. Also es gibt aber dann eben auch wichtige Leute, die im Vordergrund stehen. Also Alexander Gauland ganz klar ist eine der wichtigsten Personen in der Partei, der langsam von einer zweiten Reihe in die erste Reihe getreten ist, was ja sehr beachtlich ist für sein Alter und auch für seinen Hintergrund. Also er hat es bewusst sich sehr geschickt, immer weiter nach vorne zu positionieren. Jetzt ist er, würde ich sagen, eine der mächtigsten Figuren in der ganzen Partei. Ganz anders Björn Höcke, den man zwar sehr stark wahrnimmt über seine Reden und über seine Auftritte, aber der eigentlich in der Partei gar kein wichtiges Amt hat. Er sitzt nicht im Bundesvorstand, er kandidiert nicht für den Bundestag, er ist der Chef eines kleinen Landesverbandes, aber er wirkt über seine Ideologie und seine Botschaften, die für die Partei gerade im rechten Milieu eine Ankerfunktion, wenn man so will, hat. Es ist im Moment noch nicht ausgemacht, ob die AfD ihre Machtkämpfe überwinden kann oder ob sie daran zerbricht. Was auf jeden Fall eine disziplinierende Funktion hat, ist der Abgang von Bernd Lucke. Für alle AfD-Leute war damals erkennbar, wenn ich die Partei verlasse, gehe ich in die Bedeutungslosigkeit. Lucke wird heute nirgendwo mehr erwähnt, taucht nicht mehr in Talkshows auf, hat keinen Erfolg bei Wahlen mit seiner neuen Partei. Das heißt, für die AfD ist ein abschreckendes Beispiel, was passiert, wenn man sich spaltet. Das hat eine sehr disziplinierende Wirkung auf die Partei. Deswegen halte ich eine Spaltung zum derzeitigen Zeitpunkt für sehr unrealistisch. Es war eine Strategie von Petri, eine Niederlage zu verhindern, die sehr sicher bevorstand. Frau Petri wird sich gesagt haben, ich kann auf diesem Parteitag die Spitzenkandidatur nicht mehr erringen. Es gibt einfach zu viel Gegenwind, es ist zu viel schiefgelaufen. Deswegen hat sie sich selbst sozusagen aus der Schusslinie genommen und hat gesagt, mögen die anderen es machen. Es war sozusagen eine Überlebensstrategie, wenn man so will. Jetzt hat sie natürlich das Problem, dass sie ein bisschen eine Randfigur der Partei geworden ist, obwohl sie die Parteichefin ist, was ja eine eigentlich ironische Situation ist. Sie ist die bekannteste Person in der AfD, die Talkshow-tauglichste Person. Und ausgerechnet diese Person steht jetzt am Rande im Bundestagswahlkampf. Das könnte der AfD natürlich auch durchaus schaden, weil Alice Weidel und Alexander Gauland, die jetzt zu Spitzenkandidaten gewählt wurden, nicht ansatzweise so bürgerlich professionell auftreten können, wie Petri das jetzt tut. Die Partei erhofft sich von Weidel einen Ersatz für Petri im Bundestagswahlkampf. Sie ist ganz klar gecastet, um die Parteichefin zu ersetzen, eben als moderne, vergleichsweise liberale oder augenscheinlich liberale Akteurin, eine Frau dann auch noch als lesbische Frau, sozusagen ein Aushängeschild für die angebliche Toleranz, die diese Partei gegenüber Homosexuellen hat. Und für Weidel selber ist es ganz klar ein Kalkül, dass sie hat, dass sie in der Partei ganz nach vorne will. Sie will dieses Bundestagsmandat haben, sie will eine wichtige Funktion in der Fraktion haben und sie ist eben bereit, für diese politische Karriere gewisse politische Ansichten oder private Ansichten, die sie hat, ihr gesamtes Lebensmodell letztlich zu verleugnen und zu verschweigen und nur das hervorzukehren, wo sie mit der AfD konform geht. Bei Gauland ist die Positionierung, wo er politisch steht, relativ einfach zu machen. Er ist ganz klar der im rechten Lager der Partei, was ja bei einer rechten Partei auch schon viel aussagt. Also er ist jemand, der das nationalkonservative Ressentiment auch bedient mit Anti-Flüchtlingsthema, mit Anti-Islam-Thema. Also das ist ganz klar seine Positionierung. Bei Alice Weidel ist es etwas schwieriger. Sie gibt die Technokratin, die Eurokritikerin, die mit Sachthemen kommt, die sozusagen ohne Ideologie ganz vernünftig und auf der Basis von volkswirtschaftlichen Berechnungen sozusagen an die Politik herangeht.
Doch auch sie hat eine ideologische Seite, die sie bisher in der Partei nicht so gezeigt hatte und die jetzt mit ihrer Spitzenkandidatur sehr deutlich hervortritt. Auch sie ist eine ganz klare Gegnerin des Islam, der, mir scheint das bei ihr sogar teilweise Angst besetzt, dieses Thema. Vielleicht weil sie eben als Frau und lesbische Frau gerade konservative Muslime oder den Islam an sich wirklich als existenzielle Bedrohung wahrnimmt. Und ich denke, wir werden auch von ihr nationalkonservative Töne hören. Sie muss sich da teilweise gar nicht so sehr verstellen. Und ich glaube, dass sie beschlossen hat, aus reinem Pragmatismus für sich selber dieses Thema Homosexualität und ihr Privatleben eben zu kaschieren, zurückzustellen, um beim rechten Flügel der Partei nicht anzuecken. Ich denke, dass das Spitzenduo es irgendwie schaffen wird, die Gegensätze, die bestehen, als Stärke zu verkaufen. Aber der Spaltpilz wird immer sein, welche Rolle gibt man Björn Höcke und wie steht man zu Björn Höcke. Das ist das einzige Thema, bei dem die beiden wirklich auf völlig anderen Gebieten stehen. Und ich denke, sollte die Situation mit Höcke nochmal irgendwie eskalieren, dann liegt da die Sollbruchstelle für dieses Spitzenduo. Also in den 4 Jahren, in denen ich über die AfD berichtet habe, wurde ich von Bühnen angefeindet, von Parteitagen ausgeschlossen, direkt angegriffen von Spitzenpersonen der Partei. Aber dennoch ist es immer irgendwie gelungen, Kontakt zu Informanten zu halten und auch das Innenleben der Partei zu ergründen. Es ist schwieriger als bei anderen Parteien. Man braucht mehr Geduld, man muss auch versuchen, irgendwie das Vertrauen der Akteure zu erringen. Und man darf auch nicht Leuten aufsitzen, die versuchen, einen zu instrumentalisieren für ihre Agenda im innerparteilichen Machtkampf. Das ist, glaube ich, für jeden Journalisten, der mit der AfD arbeitet, eine ganz besondere Herausforderung. Die große Schwierigkeit der Berichterstattung über die AfD ist, dass man einerseits nicht ihre Botschaften verstärken will, andererseits aber die Leute informieren will, welche Botschaften diese Partei hat und ihnen vielleicht auch die Augen öffnen will, welche Botschaften da teilweise genannt werden. Also es ist so eine Art Catch-22, wenn man so sagt, ein unauflöslicher Widerspruch. Wenn man nicht berichtet, dann verschweigt man etwas. Wenn man berichtet, dann verstärkt man etwas, was man vielleicht gar nicht bekannt machen will. Es hängt sehr stark von der Situation ab. Jeder Journalist muss entscheiden, um welches Thema geht es, um welche Äußerungen, welche Person hat das gemacht, aus welchem Motiv vielleicht. Also man muss sich sehr genau in jedem Fall überlegen, ist das jetzt eine Meldung wert oder sollte ich diesen oder jenen Aspekt lieber zurückstellen und nicht mich vor den Karren der Partei und ihrer Tabubrüche spannen zu lassen. Am Anfang war die AfD sehr zurückhaltend dabei, die Kontakte ins rechte Milieu zu zeigen. Diese Haltung hat sich komplett geändert mit der Zeit. Spätestens seit dem Abgang von Bernd Lucke macht der rechte Flügel der Partei keinen Hehl daraus, dass man Kontakte hat zu identitären Bewegungen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dass man Kontakt hat zu Götz Kubitschek, einer Art Ziehvater der identitären Bewegung und ein rechter Verleger in Sachsen-Anhalt. Mittlerweile treten diese Akteure gemeinsam offen auf der Bühne. Man macht Veranstaltungen Seite an Seite mit Pegida, man erklärt jemanden wie Kubitschek quasi zum Berater oder zum Freund. Also es ist eine viel größere Offenheit da zu sehen, was auch zeigt, dass die Öffentlichkeit anscheinend nicht mehr so ein großes Problem mit diesen Leuten zu haben scheint. Also es scheint einen Abstumpfungseffekt auch irgendwie einzusetzen. Man denkt ja auch, vielleicht sind die ja gar nicht so schlimm. Also es kommt eine Normalisierung auch in den Umgang mit Rechtsradikalen und Rechtsextremen rein, der schon etwas beunruhigend ist. Die AfD hat im Moment ganz klar ein Themenproblem. Das Flüchtlingsthema zieht nicht mehr. Das Islam-Thema zieht allerdings noch immer. Also ich glaube schon, dass viele Deutsche immer noch die Sorge haben, dass die Integration von sowohl Flüchtlingen als auch lange hier lebenden Muslimen nicht funktioniert. Und da wird die AfD immer punkten können, fürchte ich. Und aber auch, sie wird, glaube ich, auch mehr auf innenpolitische Themen setzen wie Familie, Stellenwert der Eltern, die ihre Kinder zu Hause erziehen. Sie besetzt jetzt auch ganz stark das Wirtschaftsthema. Also Akteure wie Björn Höcke versuchen schon, die Partei als soziale Kraft aufzustellen. Immer mit einem ausländerfeindlichen Unterton im Sinne von, wir wollen doch nicht unseren Wohlstand den Fremden geben. Es ist ja gar nicht genug für uns da. Also diese Themen setzt die Partei ganz stark. Das merkt man auch im Wahlprogramm. Also das ist, würde ich sagen, eine nationalsozialistische Mischung. Also das nationale Element kombiniert mit wirtschaftlich linken Positionen.